Hallo. Ich heiße Oleg und ich komme aus Russland. Ich habe einen russischen Akzent. Und manchmal ist mein Akzent so stark, dass wenn ich eine Pizza am Telefon bestelle, sie bringen mir eine Flasche Wodka. Oder wenn ich sage, okay Google, zeig mir den Weg nach Hause. Und es zeigt mir den Weg zur nächsten Schnapsabteilung bei Aldi. Und wenn du mit deinem russischen Akzent sprichst, dann klingt alles, was du sagst, wie eine Bedrohung. Da war so eine Frau mit einem Kinderwagen. Und die wollte aus einem Bus aussteigen. Und ich wollte ihr helfen. Ich komme zu ihr und sage, gib mir dein Kind. Die ist weiter eingestiegen und weitergefahren. Wahrscheinlich war das eine falsche Station. Und ein anderes Mal habe ich so einen Typ gesehen, der ist von seinem Fahrrad runtergefallen, liegt auf dem Boden und sagt so, oh, 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 ich wollte ihm helfen. Ich komme zu ihm und sage, hast du Probleme? Nein, nein, nein. Ich bin aufgesprungen und weitergefahren. So. Danke. Scheiße. Mein Akzent kann Menschen heilen. Aber mit meinem Akzent ist es schwierig, eine Frau kennenzulernen. Ich war in Köln, habe da ein Mädchen angesprochen. Und sie fragt mich, woher kommst du? Du hast so einen Akzent. Ich sagte, pass auf, ich komme aus einem Ort, das bei euch gerade nicht beliebt ist. Was? Kommst du aus Düsseldorf? Nein, nein, nein. Steck dein Messer weg. Nein, ich komme aus einem Ort, wo man viel Wodka trinkt. Ach so, kommst du auch aus Köln? Ein anderes Mal habe ich so hübsche Mädchen an einer Haltestelle gesehen. Und ich wollte ihre Nummer haben. Ich komme zu ihr und sage, hübsches Mädchen, hübsches Mädchen. Telefon, Telefon. Sie hat mir ihr Handy gegeben, ihr ganzes Geld und das Ding. Zuerst war ich traurig. Und dann dachte ich, okay, wenigstens habe ich ein neues iPhone und 80 Euro. Und mittlerweile habe ich schon 6 iPhones. Ich wohne in Deutschland schon 12 Jahren und mein Deutsch ist sehr gut nicht. Ich habe Probleme mit Satzbau. Also wenn ich auf Deutsch spreche, habe ich oft Probleme, einen Satz zu Ende zu machen, weil es fällt mir das letzte Wort nicht ein. Und in der deutschen Sprache liegt die wichtigste Information am Ende eines Satzes. Und du als Ausländer machst dir Mühe und baust so einen grammatisch korrekten deutschen Satz, ein Wort nach dem anderen. Und am Ende fehlt dir ein Wort und die ganze Mühe war umsonst. Und deswegen passieren so komische Geschichten. Ich wollte eine Oma nach dem Weg fragen. Guten Tag, ich will Sie... Entschuldigung, ich will Sie... Nach einer halben Stunde war es mir peinlich, ich wollte weglaufen. Und dann höre ich die Oma sagen, typisch Männer, große Sprüche und dann weglaufen. Ähnliche Geschichte ist mir bei einem Vorstellungsgespräch passiert. Ich komme rein, beginne einen Satz und kann das nicht zu Ende bringen. Das war so. Ich kann. Ich weiß. Ich will. Und der Personalleiter hat die ganze Zeit meine Unterlagen gelesen, guckt mich zum ersten Mal an und sagt, ich kann, ich weiß, ich will. Nicht schlecht, Herr Borisov. Das nenne ich ein gesundes Selbstbewusstsein. Sind angestellt. Und mittlerweile habe ich eine starke
deutsche Seite in mir entwickelt. Und neulich, ich war in einer Kneipe und ich konnte nicht entscheiden, soll ich ein Wodka nehmen oder doch ein Bier? Da habe ich beides genommen. Und ein anderes Mal war ich mit einem Mädchen in einem schönen Restaurant, wir haben gegessen und am Ende sagt meine russische Seite zu mir, du bist der Mann, du musst alles zahlen. Aber die deutsche Seite sagt, was soll das? Wir sind nicht im Mittelalter. Erweise dieser Frau Respekt und lass sie zahlen. Meine Nachbarn sind sehr nette Menschen, ja? Aber manchmal machen sie so laute Musik an. Und neulich haben die laute Musik um 4 Uhr nachts angemacht. Und meine russische Seite hat gesagt, geh zu ihnen, schlag sie in die Fresse. Aber meine deutsche Seite hat dagegen gesagt, ruf die Polizei. Und dann habe ich beides gemacht. Am meisten gewundert hat, als ich nach Deutschland kam, was macht ihr mit unserer russischen Kultur? Warum mischt ihr Wodka mit jedem Scheiß? Man soll Wodka pur trinken. Ich wollte an der Bar ein Wodka bestellen. Fragt mir der Typ, Wodka Red Bull oder Wodka O-Saft? Sagte, nein, Wodka Glas. Und kann mir jemand eine Wodka-Sorte sagen? Belvedere. Belvedere. Что russisch? Noch ein. Пушки. Штандарт, sehr gut. Aber viele Wodka-Sorten werden nach einem Politiker genannt. Warum? Gorbatschow, Jelzin, Putin. Warum? Weil Russen sind klug. Die wissen, Politiker sind Flaschen. Das war's von mir. Спасибо. Dankeschön.